Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Reihe über das Thema, wie schreibe ich eigentlich eine Abschlussarbeit? Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und ich habe das Ganze mal als Vorlesung gehalten und was Sie hier sehen, ist eben der unbearbeitete Mitschnitt. Nachdem wir im letzten Kapitel so die Rahmenbedingungen, wie ich vorgehe bei so einer Arbeit, besprochen haben, würde ich jetzt gerne noch ein paar Bemerkungen am Schluss machen, so dass man einfach, wie man Dinge einordnet. Insbesondere möchte ich dafür werben, dass Sie sich möglichst durch die Technik unterstützen lassen, und dass Sie Ihre Begriffe sauber verwenden. Da steigen wir jetzt einfach mal gleich in die Vorlesung an der Stelle ein. So, nochmal ein paar Sachen zum Inhaltlichen. Also wenn Sie am Anfang einen Begriff bestimmen, dann müssen Sie ihn auch konsequent benutzen. Das hört sich jetzt ziemlich Banane an, ist auch ziemlich banal, wird aber gerne mal nicht so gemacht. Deshalb habe ich es hier nochmal aufgeschrieben. Dann hat Ihre Deutschlehrerin oder Ihr Deutschlehrer mal gesagt, okay, wenn ich einen Text schreibe, dann versuche ich möglichst viele verschiedene Verben zu benutzen. Ne? Und dann gibt es irgendwie Sprachwissenschaftler, die sagen, ja, wir benutzen lieber starke Verben als schwache Verben, bra 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 bra. Nein, wir machen das nicht so. Wenn Sie etwa einen Vorgang beschreiben, dann beschrei und den machen Sie mehrfach, dann nehmen Sie immer die gleiche Formulierung, sodass der, der liest, sieht, aha, alles klar, ist genau das Gleiche. Ja. Dann legen Sie möglichst Ihre Protokolle so an, dass sie gleich ins Enddokument passen. Deshalb mein Tipp, ja auch, fangen Sie ganz am Anfang an, bevor Sie anfangen zu arbeiten, machen Sie sich schon mal eine Dokumentenvorlage. Ja? Oder nehmen Sie sich nochmal die Dokumentenvorlage von der letzten Arbeit her und gucken nochmal, ob Sie da noch alles so wissen. Dann legen Sie Ihre Protokolle auch gleich so an. Dann ganz wichtig, Originaldaten sind Teil der Arbeit, dürfen nicht verfälscht werden und sind mit zu archivieren. Ne? Also wenn Sie irgendwie so eine Testreihe haben, dann muss die mit auf die CD. Ich weiß, dass die Betreuer in den Firmen dann immer im Fünfeck hüpfen und sagen, ah, das sind unsere Daten, ist natürlich alles Kokolores. Ne? Also wenn Sie die erstellt haben, sind es Ihre Daten. Das ist der Witz einer Abschlussarbeit. Ja? Also dass man, wenn man die im Unternehmen macht, dass man dann auch an das Zeug drankommt. Ja? In der Regel gibt es ja dann sowieso irgendwie noch eine Geheimhaltungsvereinbarung und es kommt ja auch nicht alles dann in die Version, die in die Bibliothek kommt. Aber grundsätzlich mal muss erstmal alles zur Arbeit dazu. Gut, Vorgänge in Infinitiven, ne? Also immer Objekt, Infinitiv, also was weiß ich, Grube ausheben. Ja? Anforderungen erfassen. Ja? Das immer so schön, wie wir es gelernt haben. Paul Beitz, Produktentwicklung, immer schön so durchformulieren. Dann ganz wichtig, der So-What-Test. Ich hatte mal eine Promotionsbetreuerin in Newcastle, die sagte immer, der So-What-Test ist ganz wichtig. Du hast eine halbe Seite geschrieben, dann guckst du dir liest du dir die im Zusammenhang mit deiner Arbeit nochmal durch und fragst dich, so what? Also ist das jetzt irgendwie wichtig für das Verständnis oder nicht? Wenn nicht, schmeißen Sie es weg. Dann ganz wichtig, lassen Sie Korrektur lesen. Wir alle machen Fehler. Ja. Also in meinen Folien sind ja auch Rechtschreibfehler, alles Mögliche noch drin. Das ist passiert so. Versuchen Sie das irgendwie zu minimieren, indem Sie einfach die Dinger Korrektur lesen lassen. Ja. Hat halt den Vorteil, dass auch der Eindruck, den die Lesenden haben, ein besserer ist. Ich meine, da kann man sich ja alle möglichen Konstellationen vorstellen. Also was weiß ich, lassen Sie es Ihre Mutter, Ihren Onkel, Ihre Tante lesen oder machen Sie es über Kreuz mit Kommilitonen. Also das ist ja egal. So, dann versionisieren. Also wenn Sie irgendwie schreiben mit mehreren Dateien, dann nummerieren Sie die einfach durch. Ja, nichts ist blöder als, ja, jetzt habe ich das Kapitel gestern rausgeschmissen und jetzt habe ich aber heute festgestellt, es ist irgendwie doch wichtig gewesen. Bei dem, was Speicherplatz heute kostet, würde ich bei dem, was ich von Hand erstelle, bei Versionen nicht sparsam sein. Sagen wir es mal so. Und ganz wichtig, machen Sie ein automatisches Backup. Ne? Also Sie brauchen nie Backup. Backup braucht keine Sau. Was Sie brauchen, ist ja immer das Restore. Ja? Dementsprechend sollte das Backup möglichst nicht lästig sein und automatisch funktionieren. Und da haben wir ja heute relativ viele Möglichkeiten. Also Sie können entweder so ein Rsync irgendwie in die Welt machen auf einen anderen Rechner oder so. Sie können irgendwie eine Serverlösung nehmen, ja? Subversion oder Git, legen Sie sich ein privates GitHub-Repository an. Und checken da alles ein abends. Völlig egal. Oder sie schreiben halt, was weiß ich, ein Dropbox-Verzeichnis oder ein Google Drive-Verzeichnis oder sonst irgendwas. Ja, dass es halt irgendwie in der Cloud nochmal ist. Aber schauen Sie einfach, dass Sie
keine Probleme haben, kurz vor Ende irgendwelche Versionen wiederzufinden von irgendwelchen Sachen. Und das gilt auch für Bilder, ne? Also Bilder, Abbildungen, jede Abbildung in eine eigene Datei, jede Tabelle in eine eigene Datei und auch die durchnummerieren. Ja? Es ist nichts ätzender, als Sie haben irgendwie so eine PowerPoint, da sind dann 28 Abbildungen drin und jetzt ist irgendwie Abbildung 27, das ist genau die, die Sie an der Stelle eingebunden haben. Das finden Sie nie wieder. Machen Sie die Dinge einfach in einzelne, in einzelne Dateien, dann nehmen Sie sich Ihren Explorer, schalten den auf Dateivoransicht, also auf diese große Symbolansicht und dann sehen Sie sofort, wo ist Ihre Abbildung. Ja? Dieses alles da irgendwie in möglichst wenig Dateien, das bringt sie in Teufelsküche. Und auch hier gilt, alle Dateien gehören ins Backup. Also so schön das ist, dass man irgendwie, was weiß ich, habe noch was aus dem Desktop liegen, dann habe ich irgendwie noch was in einem Arbeitsverzeichnis, rababa, rababa. Alles in ein Verzeichnis, alles ins Backup, alles immer 5-mal, 10-mal irgendwo hinkopieren, völlig egal. Einfach durchnummerieren und fertig. Ganz wichtig, Korrekturfahne, besprechen Sie das mit Ihrem Betreuer. Also ich sage immer, wenn Sie das erste Kapitel fertig haben, geben Sie es mir schon mal. Dann kann man einfach auch Dinge noch besprechen, die da auffallen. Versuchen Sie das gleich im Originallayout zu machen, weil wie gesagt, auch da zählt immer der erste Eindruck. Und den ersten Eindruck können Sie halt nicht mehr rückgängig machen. Deshalb, da Sie ja eh, wenn Sie meinen Tipp beachten, als erstes Ihr Dokumentenlayout auf Vordermann bringen und dann da reinarbeiten, sollte das ja kein Problem sein. Was man machen kann, ist die Arbeit rückwärts auszudrucken und dann so einzuheften, also verkehrt rum einzuheften. Hat den Vorteil, wenn man im ICE sitzt, dass man auf der linken Seite den Text hat und auf der rechten Seite hat man dann die Rückseite und da kann man dann Kommentare drauf schreiben. Das heißt, je einfacher Sie es Ihrem Betreuer machen, Kommentare zu schreiben, umso mehr Kommentare kriegen Sie. Ja, und die sind ja wertvoll für Sie, weil das ist ja das, was Sie nachher anpassen müssen, damit die Arbeit auch gut bewertet wird. Ja, das war jetzt so im Schnellgalopp das Inhaltliche und noch ein paar technische Aspekte. Wie gesagt, suchen Sie sich ein Office Ihrer Wahl, von mir aus auch das Microsoft Office oder das Google Drive Office, oder eben eins von diesen Open-Source-Offices, die ich hier aufgeführt habe. Und ja, das war im Prinzip jetzt mal im Schnellgalopp, wie schreibe ich eigentlich so eine Arbeit. Und deshalb gibt es im nächsten und letzten Abschnitt auch nur noch mal eine kurze Zusammenfassung von dem allen. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch.